So, hallo Amigos in Deutschland. Schön, genau. Schön, dass wir die Familie mal wieder zusammen haben. Familie sehen, genau. Normal würde ich ja sagen, Holger, how is it going at 2019? Fantastic. Fantastic weather outside. Yeah, weather outside and awesome. It's awesome. Triple awesome. Yeah, triple awesome. Everything is awesome. Fantastico. Genau. Und jetzt reden wir wieder Deutsch und die Amis fragen sich, warum reden die Deutsch? Ja. Fragt man sich jetzt. Fragt man sich jetzt, ja, ganz genau. Aber du bist natürlich hier auf der NAMM. Ja. Das ist das erste Mal, dass wir einen eigenen Stand haben. Ja. Wir hatten ja über 10 Jahre einen Vertrieb, von dem wir uns aber letztes Jahr getrennt. Und das erste Mal, dass wir in Eigenverantwortung hier sind. Sehr schön. War alles ein bisschen, und ich habe gesehen, du verkaufst jetzt auch Motorsägen, ne? Ja, Motorsägen haben wir im Programm. Die klingen eigentlich viel besser. Das sind so bei 50 Hertz. Das nur nicht in die Kette fassen. Das ist, ist schwer, ne? Obwohl, da sind endlich mal alle Finger gleich lang, oder? Kennst du den eigentlich noch? Ja. Immer wieder gut. Genau. Okay, ja. Hast du uns was Neues ganz für den genau mitgebracht? Ganz genau. Wir haben ein Modell, was eigentlich die älteste Sandbergform ist, überarbeitet. Das ist der Booster. Ja. Und das ist hier praktisch der Prototyp. Wir haben einen Sustain-Mittelblock mit eingebaut in den Korpus aus Ahorn und Mahagoni. Dann gibt es diese Modelle jetzt immer mit 5 Streifen Hals. Mhm. Also auch Streifheit, ganz gut. Für die Streifheit, genau. Genau, und dann werden diese Modelle jetzt immer eine Single Bridge haben. Also Einzelreiter und Einzelbrücken für jede Seite. Die Knöpfe sind ein bisschen eingesenkt, weil das einfach schick und edel aussieht. Ja. Und dann haben wir eigene Pickups entwickelt. Das sind Soapbars. Soapbars sind ja eigentlich in den 80ern so entwickelt worden, haben so ein bisschen modernen, tiefen, mittigen Sound-Charakter. Und wir haben die aber kombiniert mit Aldico 5 Magneten, also diesen traditionellen Crisp, den man dann so hat. Ne? Ja, weil die Höhen sind schon wichtig. Ja, ja, ganz genau, ja, ganz genau. Und die Höhen liefert ja so ein normaler Soaper halt nicht so. Ne? Und genau, die klingen so ein bisschen perliger dadurch. Und dann haben wir ja bei uns in der Werkstatt so einen Testbass. Das ist ein Teil, wo du eine ganz große Fräsung in der Mitte hast, wo man ganz einfach die Pickups verschieben kann. Ah. Und da sind wir dann stundenlang unten in unseren Übungsraum gegangen, zusammen mit Schlagzeug und Gitarre. Und dann kannst du halt genau testen, wo der richtige Spot ist, wo die richtige Frequenz ist, um genau den Sound abzugreifen, den man so im Kopf hat. Ne? Ja, klar. Und dann sieht ein bisschen eigenwillig aus, aber wir haben die Pickups bei dem Bass sehr weit zusammengeschoben, weil das halt einen richtigen Kick in die S gibt. Ja. Ja, das ist der neue Booster. Den gibt es in 3 neuen Farben auch. Wir haben so ein Bright Green Burst, Orange Burst und Indigo nennen wir das. Das sieht ein bisschen aus wie deine Jeans. So hier genauso die Stelle. So ungefähr sieht das aus. Ja, okay. Aber ohne Burst. Und halt auch noch mit Walnut-Decke. Zu einem sensationellen Preis. Ich glaube, der Booster hier mit Walnut liegt irgendwie so bei 1500 Euro. Das ist cool. Ja? Da sind wir ganz stolz drauf. Ja, das Walnussdecke mit? Mit Mahagoni hinten. Ja. Hinten ist Mahagoni, dann noch 2 kleine Furnierschichten dazwischen. Ja, das ist der neue Booster. Okay. In ungefähr 4 Wochen wird er auch im Konfigurator sein. Aber du hast auch andere Modelle. Ich meine, wir können ja kurz mal gucken hier. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Also, das ist auch ein sehr altes Modell. Custom Thinline. Den gab es über die letzten 25 Jahre immer nur mit Walnuss und Quilted Maple Top. Und wir haben jetzt 3 verschiedene Holzvariationen. Ja. Im Angebot. Und das ist hier zum Beispiel Wenge mit Koa, afrikanisches Koa. Ja. Koa ist sehr leicht und sehr hart und der Custom Thinline ist eigentlich mein Lieblingsfret, weil der hat einen großen Hohlraum hier hinter, einen Ebenholzsteg und klingt halt, hat einen sehr akustischen Charakter. Leicht akustisch, bisschen mittiger, hohlmittiger, ne? Ja, genau. Und das, so der Anschlag, das Attack ist halt auch ein bisschen akustischer. Genau. Dann haben wir hier den Ida Nielsen Bass, den gibt es ja schon länger. Sehr erfolgreiches Modell übrigens. Ja. Ida Nielsen Bass, der hat einen D-Tuner, dann Glow in the Dark Side Dots, Indian Silk Picker, das ist so ein Silk Gewebe, was unter einer Acrylplatte ist. Gold Hardware, Soft Aged Finish. Und das geht immer, ne? Also Gold mit Schwarz geht immer, immer, immer. Mhm. So ein Klassiker. Ja. Ganz genau. Und dann Ebenholz, Bird's Eye Maple Fingerboard, Ida Nielsen Signature. Dann haben wir hier den Grand Dark. Das Besondere bei diesem California ist, der hat eigene Pickups, speziell für diesen Bass. Die sind ein bisschen druckvoller. Also unsere eigenen Pickups, die heißen Sandberg Plus. Und eine Dark Glass Electronic. 3-Band.
und ein durchsichtiges Pickguard. Also unter der Schutzfolie, wenn man die abzieht, ist richtig see-through, also wie eine Glas. Ja. Was eigentlich sehr schick aussieht. Dann haben wir hier noch so drei kleine Streifen spendiert. So ein bisschen Kühlergrill-mäßig. Genau. Gekühlt wird richtig beim Kommen. Ja, wie sieht's aus? So Relic-Aging-mäßig bist du ja voll unterwegs. Wie sind da so die Anteile im Verkauf? Oh, viel. Wir bauen ja ungefähr 100 Bässe im Monat, ja. Und 30 davon sind geaged. Also ein Drittel, ja. Ungefähr ein Drittel, genau, ja. Aber ich bin ein richtiger Fan von eurem Aging. Obergeil. Ja, ja. Haben wir auch... Gebt ihr euch auch richtig Mühe immer noch, ne? Ja. Geben wir uns immer noch. Das macht doch keine Maschine. Nee, wir haben drei Leute im Aging. Und der Chris, der das alles entwickelt hat, macht halt nur Masterpiece, der macht nichts anderes mehr, und die anderen beiden machen halt Soft Age, Hardcore und Reserve. Das hier, das Oliver Riedel Rammstein Modell, hat so ein Branding hinten drauf, hat er sich einen schönen Schriftzug überlegt. Der Olli. Das haben die Amis verstanden. Rammstein verstehen die Amis. Das verstehen sie. Rammstein ist klar. Muss man das R mal ein bisschen. Ja. Rammstein. Ja. Oliver Riedel Rammstein mit eben Holzgriffbrett, VM, was eigentlich so die powervollste Pickup-Kombination ist. Das ist schon geil. Machst schon gut. Den gibt es auch schon länger, das ist der Elektra TT. Da haben wir ja vor 2 Jahren das Griffbrett von Rosewood auf Maple geändert, weil das wegen CTs halt, ne? Weiter geht es hier mit unserer neuen Motorsäge. Ja, 48. Den haben wir ja auch schon seit 2 Jahren ist im Programm. Und als ich den damals designt habe, dachte ich, naja, das wird ein sehr spezielles Teil, so ein Nischprodukt. Aber wir haben, glaube ich, mittlerweile fast 2000 davon verkauft. Total überraschend. Als 4- und 5-Seiter wird eigentlich in allen Stilrichtungen auch gespielt. Ey, so ein Design geht immer. Ja, genau. Mhm. 48. Da ist ein Humbucker und vorne ein Splitcoil drin. Eigentlich das gleiche wie beim Oliver Riedel-Bass, nur dann halt in einer schicken Metallkappe untergebracht. Das ist der Nighthawk. Und der läuft in Amerika auch sehr gut, wird viel verkauft. Schwarz-Matt, Aluminium-Pickard, also auch VM-Bestückung, Zweiband-EQ, Matched Head, Nighthawk. Ja. Geht immer. Geht immer. Da geht immer was. Hier war ein TM, 5-Seiter, mit Bugeye-Burl. Und ich muss dazu sagen, alle California-Bässe, die eine Edelholzdecke haben, haben immer einen Chambered Body. Hier sind also große Hohlräume drin. Zwischen Hals und dem Front-Pickup, zwischen den beiden Pickups, Elektronikfacher sowieso. Es geht dann bis hier rein und hier noch ein bisschen. Dadurch sind die halt viel leichter. Und das andere Resultat ist, dass die mehr Attack haben. Also durch die Hohlräume kriegst du halt einen lebendigeren, temperamentvolleren Ton. Ja klar, wegen der Resonanz, völlig klar. Und hier ist eine neue Hardware-Farbe, das ist Gunmetal. Das ist eine Mischung aus Schwarz und Chrom. Gefällt mir sehr gut, weil es echt sehr edel aussieht. Bugeye Burl, Ebenholzgriffbrett, ganz schönes Teil. Und wenn man gar nicht mehr so, und dann wenn man gar nicht mehr weiß, woraus man den Bass machen will, ja, genau. Ne? Okay. Wenn man gar keine Idee mehr hat, dann kommt das. Das ist für die Kunden, die immer ein bisschen unentschlossen sind. Ja. Also das sind wirklich 4 verschiedene Holzteile drin. Hier ist zum Beispiel Erle, europäische Esche, nochmal Erle und Mahagoni mit Zebrano. Den Bass haben wir mal entwickelt, um in der Frankfurter Messe zu zeigen, wie viele Möglichkeiten man hat. Ja, das meine ich, genau das meine ich. Ja, ja. Genau, und den ersten haben wir eigentlich nur in Photoshop gemacht, ein Plakat. Und dann wurden wir halt ganz oft gefragt, ey, könnt ihr den auch in echt bauen? Das, dann haben wir gesagt, ey, ist viel zu aufwendig und schwierig, machen wir nicht. Das Jahr später hatten wir dann einen mit in echt und dann Fotos bei Facebook und überall gepostet. Und die Leute haben uns das nicht geglaubt. Meinten, ah, das ist doch wieder Photoshop, das ist doch nicht echt. Nein, dieser ist echt. Und erstaunlicherweise verkaufen wir die sehr gut in Asien. Also wir haben einen Vertrieb in Korea, der verkauft bestimmt 15 Stück davon im Jahr. Wahnsinn. Unglaublich. Die sind echt. Ja, du kannst es oft nicht wissen, ne? Ja. Du machst irgendwas und dann denkst du so, na, das läuft nicht, und auf einmal rennen die Leute wieder. Ja, ganz klar. Man weiß es vorher nie, genau. Ist immer überraschend. Genau, und hier ist ein Mittelteil ist geaged, auch das Pickard hier ist ein bisschen geaged. Und man kann sich halt die Farben und Hölzer bei dem Teil auch zusammenstellen. Patchwork heißt die Option. Ja, super. Ja, vielen Dank für den Rundgang. Schon durch. Ne? Mhm. Und du bist ja im April eventuell sogar bei Auf jeden Fall, ganz genau. Mhm. Oder werden wir noch mal hier auch ein paar Gitarren mit. Genau. Damit geben wir jetzt auch wieder Gas, ein paar geagte Gitarren dann. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Ja, dann würdest du sagen, rock noch die Nam, oder? Ja, das haben wir vor. Nur noch vor. Amigos, danke fürs Zuhören.